So Leute, da wären wir wieder mitten im Gefecht bei Check 2. Die ganze Stadt ist von den Metallschädeln überrannt worden. Die krabbeln jetzt hier überall rum, große wie kleine. Und ich muss jetzt dahin, wo dieser komische Baukran als Symbol auf der Minimap zu sehen ist. Das ist gleich hier in der Nähe. Und da scheint sich wohl auch endlich dieses vermaledeite Nest der Metallschädel zu befinden. Da müssen wir unbedingt rein. Und natürlich den Anführer töten. Und wenigstens habe ich jetzt, wenn ich wieder mal der dunkle Jack werde, die Fähigkeit, dass ich auch unverwundbar bin. Das war nämlich mein letztes Upgrade, was ich noch bekommen habe für 200 Metallschädelsteine. So, hier ist das also die ganze Zeit gewesen. Interessant. Äußere Schild wird geöffnet. Was zum Teufel nochmal? Nee, oder? Das war mitten in der Stadt. War das Nest von denen oder ist das muss unter der Erde liegen? Das kann doch jetzt nicht hier sein. Das ist doch nur eine riesige Baugrube. Naja, auf jeden Fall habe ich mir für alle Waffen wieder volle Munition besorgt. Bin ja nicht blöd. Ich hatte nämlich fast keine mehr. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch gegen einige Metallschädel kämpfen müssen, bevor wir gegen den Oberboss antreten. Kor, was ist hier los? Das wisst ihr bestimmt. Denkt einfach an eure schlimmsten Albträume. Wir sind uns schon begegnet, wisst ihr noch? Alles ist genau so, wie ich es geplant habe. Der Metallschild-Anführer! Ah, seht ihr es? Ohne die Schutzschildmauer steht meiner Macht du nichts mehr im Wege. Deshalb nun zum letzten Mal. Gib mir den Trikörserstein! Wenn die Stadt sterben muss, sterben wir alle! Ich werde den Stein finden und wenn ich die Stadt Stein für Stein zerlegen muss. Du bist die beste Waffe, Jack. Und ich habe dich erschaffen. Trotzdem hat jeder gute Anführer immer noch einen Notfallplan. Vergiss nie die goldene Regel beim Bombenbauen. Man baut immer zwei. Okay, ich geh rein. Mann, ist das ein Müllhaufen hier. Lauter Kabel und Schalter. Soll ich das blaue Kabel lösen? Moment, ob Otzels Farben blind sind? Ich mach schnell noch was kaputt. Vielleicht löst sich ja irgendwas. Boom! Hab ich dich. Eine meiner leichtesten Übungen. Leute, Wir haben den Precursor-Stein. Und die ganze Zeit über, vom Beginn an der Geschichte dieses Spiels, haben wir erstmal hier einen Precursor-Orb. Nee, das meine ich jetzt nicht. Aber die ganze Zeit über war der alte Mann, das ist der Metallschädel-Anführer. Wie? Also, jetzt kapiere ich überhaupt nichts mehr. Die ganze Zeit hat er uns verarscht. Und wir haben es einfach nicht gemerkt. Ich meine, warum verwandelt sich so ein riesiges Monster in einen Menschen und dazu noch in einen alten, gebrechlichen? Ja, bestimmt, also da gehe ich jetzt mal davon aus, der hat sich das bestimmt so gedacht, wenn er sich in einen alten, gebrechlichen Mann verwandelt, dann schöpfen die Leute einfach am wenigsten Verdacht. Wer würde einem alten und gebrechlichen Mann mit Stock verdächtigen, der Anführer der Metallschädel zu sein? Ja, niemand. Wir doch auch nicht. Und hier ist nochmal ein Orb. Okay, kriege ich den irgendwie? Tja, und jetzt scheint Baron Praxis also doch tot zu sein. Weil hier liegt er ja jetzt rum. Unter den ganzen Trümmern. Naja. Was soll ich dazu noch großartig sagen? Verdient ist verdient, würde ich einfach mal so behaupten. Aber was sollen wir jetzt überhaupt machen? Mission? Durchbreche die Barriere am Nest. Ah, okay. Eine Barriere schützt das Nest also auch noch. Und das Nest ist jetzt wo zur Hölle zu finden? Keine Ahnung.
Das sieht man gar nicht. Das muss aber hier irgendwo sein, weil auf der Karte wird nichts angezeigt. Auf der Karte wird mir nichts angezeigt. Hey, Alter, aber echt mal, das ist aber schon ziemlich krass, müsst ihr schon zugeben. Also das ist ein geiler Plot-Twist. Mit sowas rechnet man doch überhaupt nicht, dass der alte Mann, ich meine, er hat sich schon hin und wieder ein bisschen merkwürdig verhalten, aber das hätte ich dem jetzt echt nicht zugetraut, muss ich ehrlich zugeben. Das ist schon eine richtig krass geile Überraschung. Aber wo zur Hölle soll ich jetzt genau hin? Wo ist jetzt dieses blöde Nest? Ich glaube, ich muss doch hier weg. Das ist doch hier nur eine Baustelle. Na, vielleicht sagt man uns das noch. Vielleicht müssen wir den Stein auch erst zu Kira bringen. Also doch noch mal nach außerhalb der Stadt fliegen. Das Nest ist also doch nicht hier. Das wäre auch ein bisschen zu offensichtlich gewesen. Also das ist doch außerhalb, wo wir noch mal mit diesem roten Transporter hinfliegen müssen. Das ist zum Glück gleich in der Nähe. Da habe ich es jetzt nicht weit. Wer ich? Ich habe gar nichts gemacht. Ich bin unschuldig. Ich weiß von gar nichts. Die sollen sich ruhig um die ganzen Metallschäden kümmern. So, ja, fahrt's, fahrt's. Ja, die geben leider alle keine Steine mehr, aber ich brauche sowieso keine, weil... Verdächtiger zu Fuß! Verdächtiger zu Fuß, aber in Wirklichkeit sind doch die Metallschäden die Verdächtigen. Verdächtiger begeben sich in Sektor 6. So, vor allem das Ding gehört ja eigentlich der Crimson Garde. Ja, das ist jetzt voll bescheuert, habt ihr das gerade gehört? Also dieses Ding, das spielt immer noch die Nachrichten ab, dabei ist der Baron jetzt gerade tot. Ja, das sind dann irgendwelche Audioaufzeichnungen, das ist irgendein Turm, was da in einer Endlosschleife läuft, sonst ergibt das keinen Sinn. Wir haben ihn ja gerade sterben sehen. Also von daher kann es ja nicht sein, dass er da noch live drauf quatscht. Vor allem ihr seht schon, das Ding kann schießen, mit dem ich gerade fahre. So. Also dann nichts wie weg hier auf zu diesem vermaledeiten Metallschädelnest. Tja, was soll ich davon jetzt halten? Ein ziemlich gruseliger und unwirtlicher Ort. Okay, hier hätte ich sogar noch Munition bekommen, aber ich habe sie mir in der Schießanlage einfach komplett aufgefüllt. Für alle vier Waffen, natürlich. Okay, Mission. Wie gesagt, immer noch durchbreche die Barriere am Nest. Und die Karte vom Nest zeigt, dass das ein verdammt großes Nest ist. Holy moly. Naja gut, wäre natürlich schön, wenn ich das in dem... Oh mein Gott, wenn ich das in dem ein paar schaffen würde. Okay, die geben noch Steine sogar. Die geben noch Metallschädelsteine. Wie gesagt, ich brauche eigentlich keine mehr. Weil das letzte Upgrade kriege ich eh nur, wenn ich das Spiel durchspiele. Und das werde ich zwar, aber dann werde ich nicht nochmal von vorne anfangen. Also selbst wenn ich 200 Precursor Ops hätte, was ich ja eh nicht habe, aber selbst wenn ich sie hätte, muss ich ehrlich gestehen, dann bin ich nicht so lebensmüde und spiele das ganze Spiel jetzt noch im Heldenmodus. Ich bin ja nicht völlig bescheuert. Das tue ich mir sicher nicht, weil das Spiel ist so schon viel zu schwer. Und im Heldenmodus muss das ja extrem ultra super unmöglich schwer sein, weil das ist... Wahnsinn, da sollen, glaube ich, laut eurem Reden alle Gegner doppelten Schaden machen. Aber dafür hat man angeblich von Anfang an alle Waffen zur Verfügung. Also hier die rote, die blaue, die gelbe und die lila Waffe, die hat man alle von Anfang an schon zur Verfügung. Das ist ja zwar ganz nett, aber nee, ich bin echt froh, wenn ich das Spiel jetzt durch habe, wenn ich es nicht mehr sehen muss. Aber es ist eben noch nicht ganz durch. Es ist noch nicht vorbei. Was ist das?
Aha. Okay. Hier ist mal so ein Schalter aktiviert. Ist so gut, dass ich hierher gegangen bin. Die Sicht ist natürlich derbe beschissen. Wenn ich das mal so sagen darf. Ja, natürlich kommen jetzt noch mehr Metallschädel angeschissen. Eh klar. Ist ja auch genäst. Ich glaube, da heißt das einfach nur Augen zu und durch. Vielleicht doch lieber Augen auf und durch, weil wenn ich die Augen zumache, kann ich doch nur mehr verderben. Alter, jetzt das ist mir aber echt, das ist eine richtige Finalstimmung hier so. Das kann es nicht mehr lange dauern. Okay, dunklen Jack heb ich mir natürlich auf. Auf jeden Fall hebe ich mir den auf. Falls noch eine richtig kritische Stelle kommt. Ich kann mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass mir der dunkle Jack im Endkampf gegen den Anführer eine Hilfe sein wird. Weil er sicher eine eigene Strategie erfordert. Und naja. Da mache ich das dann doch lieber, wenn jetzt hier irgendwie ganz, ganz viele auf mich zukommen und ich mir nicht mehr zu helfen weiß, dann verwandle ich mich halt. Ich überhaupt noch mal 100 Steine zusammen bekäme. Weil so viel soll laut eurem Reden nämlich das letzte Upgrade noch kosten. Das wirklich allerletzte. Was man eben nur nach dem Durchspielen kaufen kann. Kostet noch mal 100 Metallschädelsteine. Interessant, das ist günstiger als die anderen. Die haben nur 200 gekostet. Naja, was soll's. So, hier geht's lang. Jack. Da hast du recht. Komm schon, Jack. Dieser Ort ist es wert, dafür zu kämpfen. Wir halten durch, solange wir können. Leb wohl. Precursorstein? Waffe? Ness. Schalt sie ein, Companiero! Hahaha, friss das! Das wird sie aufwecken. Na gut, kommen wir zur Sache. Was? Du willst da reingehen? Ich bin direkt hinter dir. Natürlich will Jack da reingehen, das sieht ihm doch ähnlich, der ist ja lebensmüde. Klar gehen wir da rein. Was denn sonst? Ich meine, wenn wir es jetzt nicht beenden, hört das ja nie auf. Deswegen haben wir gar keine andere Wahl. So, wo zum... Da muss ich jetzt hier. Ich muss mich nochmal orientieren, es ist so dermaßen dunkel. Ich sehe fast gar nichts. Okay, hier bin ich komplett falsch. Ach, zu dem roten Punkt nehme ich an. Zu dem roten Punkt auf der Karte muss ich. Okay. Warum ist es hier nur so dunkel? So, und da vorne, da leuchtet sogar ein kleines rotes Pünktchen, weil ich muss ich genau dahin. Achso, nee! Achso, das ist das Ding, was mich hergebracht hat. Okay, ich habe nichts gesagt. Das ist das, was mich hergebracht hat. Ja, wo ist denn jetzt der Weg? Hallo, hallo. Wo muss ich hin? Wo muss ich doch da nach links? Okay, gut. Bisschen weiter nach vorne und dann nach links halten. So, schön Muni auffüllen. Die Gesundheit ist eh voll. Die Plattform da drüben, die nützen doch sowieso nichts. Ich glaube einfach hier hoch. Ich meine, wenigstens schon mal eine bessere Übersicht. So. Wo zum Teufel soll ich denn jetzt bitte hin? Wenn da einmal... Alter, vor allem wenn es da jetzt einmal blitzt, habt ihr das gesehen, das ist, sieht ja hier richtig krass aus. Richtig übel. So, also nochmal Karte, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Wohin? Muss ich wirklich zu dem roten Punkt oder nicht? Eigentlich müsste ich doch dahin, wo dieses blaue Fitzelchen auf der Karte, was da so dranhängt. Da muss ich doch irgendwie hinkommen. Aber wie?
Ernsthaft, die Metallschilde hätten ruhig ein bisschen mehr in Beleuchtung investieren können. Das Ding kann ich wohl nicht verwenden. Das wäre voll geil, wenn ich mir jetzt den Panzer, wenn ich mir den jetzt nehmen könnte, dann könnte ich die alle über den Haufen schießen. Aber nö. Den Spaß habe ich ja dann doch nicht. Der Spaß wird mir doch nicht gegönnt. Schade, schade. Kann ich nicht einfach hier so rauf? Nee, hier ist er. Also, die Wegfindung in dem Spiel ist einfach zum Kotzen. Ich habe schon wieder überhaupt keine Ahnung, wo ich hin soll. Und ich finde mich hier auch nicht zurecht. Es ist finster wie in einem Arsch und... Es kann aber nur hier oben sein. Es muss hier oben irgendwo weitergehen, aber wo? Hier ist nichts. Hier ist eigentlich gar nichts. Karte nochmal. Ich mache das so oft, wie ich es brauche. Ey, wieso? Hä? Doch, ich muss aber da lang. Was soll der rote Punkt? Ich muss nochmal den Weg hier folgen. Das kann nicht anders sein. Die wollen mich doch schon wieder verarschen. Na, die könnten wenigstens eine Lichtsäule wo platzieren, dass ich wirklich sehe, wo ich hin muss. Weil es ist hier eindeutig zu finster. Viel zu finster. So, hier. Das sieht doch ganz gut aus. Ja, 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 das sieht sehr gut aus. Aua. Da seid ihr ja wieder, ihr Bitches. Verdammten Missgeburten. Na gut, jetzt weiß ich wenigstens wirklich, wo ich lang muss. Alter. Das wird natürlich jetzt immer mehr und mehr und mehr. Eh klar. Wow, oh mein Gott, das ist... Was ist denn das für ein Riesending hier? Was fliegt denn da rum? Ist das lebendig? Alter. Was bist du denn? Das Riesenvieh hier direkt vor meinen Augen, was ist das? Heilige Scheiße. Was bist du? Aber das tut mir irgendwie gar nichts. Das tut mir gar nichts. Na, wenn es mir nichts tut, dann tue ich ihm auch nichts. Ich glaube nämlich nicht, dass ich das Vieh töten kann. Das ist viel zu massiv. Was soll ich das an? Das ist total mega gepanzert. Was zur Hölle? Was soll denn das sein? Alter! Ja nö, ich lasse es in Ruhe. Es lässt mich ja auch in Ruhe. Ich darf ihm halt nur nicht zu nahe kommen. Da oben ist noch so ein Vieh? Heiliger Bimbam. Ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn ich aus Versehen auf die Viecher schieße. Ich werde dann werden die total aggressiv. Also lasse ich's. Alter, Knuts, Knuts, Knuts. So, ich gehe dir aus dem Weg, pfeife auf den Metallschildstein. Eieieiei. Heilige Scheiße. Okay, jetzt reicht's. Jetzt mache ich euch alle Meier. Ich kann nicht besiegt werden. Nicht in diesem Zustand. Bin ich unverwundbar. So. Ob sich das jetzt gelohnt hat? Ich glaube, ja, das war eine blöde Idee, aber egal. Beim Boss wird mir das Ding sowieso nichts nützen. Oh, diese Riesenviecher machen mir echt Angst. Da kriegt man ja Angst, dass man von denen zerquetscht wird. What the fuck? Ich hoffe, dass ich die jetzt nicht töten muss, um hier weiterzukommen. Ich hoffe es wirklich nicht. Karte bitte, bin ich auf dem richtigen Weg? I'm on the right way? Yes, I am. Bis da hinten werde ich es doch in dem Part noch hinschaffen. Und dann kommt vielleicht im nächsten Part sogar schon das Grande Finale, Leute. Das wäre doch geil. Dann bin ich das Spiel nämlich endlich durch. Dann habe ich es endlich durch. Es sei denn natürlich, ich sterbe vorher noch. Aber zum Glück gibt es hier Gesundheit. Danke, danke, danke schön. So, natürlich auch noch dunkles Ego.
Das scheinen die Viecher ja zu brauchen. Was noch so ein Riese? Jetzt sag bloß, die können... Machen die die Kleinen oder wie? Sind das solche... Nee, oder? Ich würde einer sagen, wenn dann, dann ist Core derjenige, der den Metallschädel macht. Seht ihr, das Vieh reagiert auf meine Schüsse gar nicht. Dem macht das nichts aus. Auf das Vieh kann ich so lange ballern, wie ich will, das ist... Scheißegal. Scheißegal. Gut. Dann weiß ich ja schon mal, dass die wirklich unverwundbar sind. Aber trotzdem, wie kann man nur so fett sein? Also, naja, fett, die sind einfach riesig. Gruberfett. Und zwar megamäßig. Mir gefällt nur nicht, dass diese riesigen Viecher solche Blitze absondern. Okay, jetzt macht er wieder kehrt. Er dreht um. Der kann ein ganz schnelles Dauerfeuer geben. Ganz toll. Naja, aber man kriegt hier ja doch noch einige Steine zusammen. Kann man eigentlich gar nicht meckern. Oh Gott, Gesundheit. Danke. So. Na los, kommt nur her. Ich habe noch immer Munition. Lass mich doch nicht von euch verarschen. Ganz sicher nicht. Kommt gar nicht in die Tüte. Alter, ich hab so Schiss, aber wehe. Was ist das da? Was ist das jetzt gerade für ein Vieh? So, hier ist sogar mal ein bisschen besser ausgeleuchtet. Ein Wunder. So, Munition, Steinchen. Ja, die Steine sind mir jetzt, wie gesagt, eh relativ egal. Ich brauche sie ja nicht mehr. Aber 70 ist eine schönere Zahl als 69. So. Bin ich jetzt bald mal am Ziel und würde ich, wenn ich sterbe, alles wieder neu machen müssen, dann bin ich aber mega sauer. Deswegen bin ich lieber vorsichtig. Hallo, jemand zu Hause? Oh Gott, da liegen sogar schon Eier rum. Oh, 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 oh. Ich glaube, jetzt sind wir ganz nah dran. Ja, wir sind sehr nah dran, Leute. Wir sind sehr nah dran. Sogar höllisch nahe dran. Die können sich auch echt nur Metallschädel wohlfühlen an so einem ekligen, unwirtlichen Ort. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Leute, Leute, Leute. Das sieht sehr verdächtig, oh Gott, das Zeug bewegt sich. Das sieht sehr verdächtig nach dem Endbosskampf aus. Und genau aus diesem Grund, und weil ich nicht weiß, wie lange das jetzt da dauern soll, und wie viele Versuche ich vor allem brauchen werde, ich habe keine Ahnung, ich habe gegen dieses riesige Monster ja noch nie gekämpft, ne, greift das Metallschild jetzt an, habe ich ja noch nie gemacht, und deswegen, ja, deswegen würde ich gerne den Part beenden, ja. Mache ich auch. Und im nächsten, hoffentlich wirklich allerletzten Part von Jack 2, treten wir diesen gottverdammten Metallschädel-Anführer alias Core in seinen fetten Hintern. Der zwar nicht so fett und schwabbelig ist wie der von Crew, aber trotzdem ganz schön gewaltig. Naja, dafür haben wir mächtig gewaltige Waffen. Also, bis hoffentlich zum allerletzten Mal bei Jack 2. Macht's gut. Ciao.